Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von PC Doktor TV. Heute möchte ich Ihnen das Thema Spyware mal etwas näher bringen. Oftmals wird ja Spyware mit Virus in einen Topf geworfen. Das ist nicht ganz richtig. Wie das aussieht, woran man erkennen kann, ob sie verseucht sind oder ihr PC verseucht ist, das werden wir uns mal jetzt etwas näher angucken. Und wenn Sie glauben, dass Sie die Krankheiten wie Spyware und Virus und ähnliche Dinge mehr mit solchen Mitteln, mit herkömmlichen Mitteln, wie sie in der Hausapotheke zu finden sind, bekämpfen können, dann kann ich Ihnen nur sagen, das geht nicht, das können Sie im Grunde können. Auch mit hoher Gewalt werden Sie solchen Krankheiten nicht beikommen. Was auch nicht hilft, ist Zauberei. Oft werde ich gefragt, wie bekomme ich Spyware, woher kommt die Spyware? Das ist ganz einfach, die Spyware liegt fast auf der Straße. Naja, nicht auf der Straße wirklich, aber im Internet. Es reicht schon, wenn Sie ganz einfach surfen. Ich will Ihnen mal zeigen, wie das eigentlich funktioniert. Dazu gehe ich mal ins Internet und wechsle jetzt mal auf eine andere Seite. Und Sie sehen hier schon an den Bildern, das ist eine Seite für über 18-Jährige. Es reicht schon in der Regel, wenn Sie zum Beispiel auf dieser Seite surfen würden, da kann schon passieren, dass Sie automatisch eine Spyware sich herunterladen. In der Regel haben wir heute DSL, schnelle Verbindungen. Das heißt, Sie merken es auch nicht, wenn im Hintergrund ohne Ihr Einwirken die Spyware heruntergeladen wird. Was macht Spyware eigentlich so gefährlich? Zum einen wird es Ihre Internetverbindung deutlich langsamer machen. Das bedeutet, dass Ihre Internetseiten etwas langsamer aufgehen oder schlechter aufgehen. Das wäre noch verschmerzlich, damit könnte man noch leben. Viel schlimmer ist, Spyware, wie der Name schon sagt, Spy, spionieren. Das heißt, er hat die Aufgabe, auf dem Rechner Daten auszulesen. Das können so globale Daten sein wie Name, Adresse, E-Mail etc. Das können aber auch sensible Daten sein, wie zum Beispiel Ihre Kontoverbindung, TAN-Nummern, E-Mail-Namen, Passwörter und. Und das kann ich Ihnen sagen, das ist gefährlich. Woran erkenne ich jetzt, dass mein Rechner verseucht ist, dass ich der Spyware zum Opfer gefallen bin? In der Regel liegt es daran oder sehen Sie es daran, dass Ihr Internet deutlich langsamer geworden ist als vorher, als vor noch ein paar Tagen. Oder aber auch, Sie stellen sich www.t-online.de oder www.ib.de als Startseite ein und immer, wenn Sie den Browser öffnen, haben Sie eine neue Suchseite oder sogar eine Sexseite als Startseite. Das ist ein sicheres Anzeichen dafür, dass Ihr PC verseucht ist. Oft können Sie Ihren verseuchten PC auch daran erkennen, dass Sie in Ihren Infobereich neben der Uhr neue Symbole, unbekannte Symbole auftauchen. Das ist ein Indiz dafür, dass eventuell dort Spyware auf dem Rechner ist. Oder es öffnet sich plötzlich eine Meldung, in der steht, dass Ihr Rechner verseucht sei und Sie sich unbedingt genau diese Software herunterladen sollten, um Ihren PC zu bereinigen. Das sollten Sie nicht machen. Denn dann öffnen Sie der Spyware erst Tür und Tor und Sie laden sich erst recht die Spyware herunter. Wie werden Sie die Spyware wieder los? Dazu gibt es jede Menge Programme und Tools im Internet, die Sie sich kostenlos herunterladen können. Sollte Ihr PC mal richtig hartnäckig verseucht sein, dann bringen Sie Ihren PC in die Computerambulanz oder rufen Sie den PC-Doktor. Ja, das war's auch schon für heute. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben bei PC Doktor TV. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es dann heißt WLAN, Absicherung und Verschlüsselung. Danke.